Oh, wenn niemand kommt, komme ich hier nie wieder raus. Ah, Pomni, untersuche ihn. Mein Zahn tut weh. Hilfe. Ich flehe dich an. Das geht schon den ganzen Tag so. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Lass uns sehen, was passiert ist. Nicht bewegen. Jumpchick. Oh, da ist etwas drin. Wow, so viele Süßigkeiten. Du weißt, dass Süßigkeiten schlecht für deine Zähne sind. Ja, tut mir leid. Jetzt ist alles besser. Keine Zahnschmerzen mehr. Chumchick, du bist jetzt gesund. Juhu, danke. Gut gemacht. Und hier ist deine Belohnung für deine hervorragende Arbeit. Er gehört dir. Das gibt's doch nicht. Danke, Kane. Endlich kann ich nach Hause gehen. Öffne dich. Juhu. Hey, sie lässt sich nicht öffnen. Was ist denn da los? Du bist darauf reingefallen. Du bist so naiv. Chumchick, heile sie zuerst alle. Das ist nicht das, was wir abgemacht haben. Chumchick. Sieht aus, als säße ich hier für immer fest. Warum passiert das mir? Oh, eine neue Patientin. Frau Doktor, bist du hier? Ich kann dich nicht sehen. Hey, sei vorsichtig. Der Stuhl ist genau hier. Und bitte nicht mit den Händen herumfummeln. Was ist los mit dir? Mit meinem Kopf stimmt etwas nicht. Hilfe! Das sieht nicht gut aus. Aber mach dir keine Sorgen. Siehst du diesen Buchstaben hier? Und den hier? Warte, ich kann nichts sehen. Au, kannst du mich überhaupt sehen? Nein, alles ist unscharf. Oh, das ist ein schwieriger Fall. Aber ich habe eine Idee. Herr Ragata, ich bin ja da. Schau mal. Oh, Augentropfen. Genau das, was du brauchst. Lass sie mich in deine Augen tropfen. Genau so. Das sollte helfen. Sind wir fertig? Hm, dann Plan B. Das sollte auf jeden Fall ausreichen. Wow, ich fühle mich viel besser. Wahnsinn, ich kann wieder sehen. Danke, Frau Doktor. Ich bin dir so dankbar. Und das ist für dich als Dankeschön. Mein Schlüssel. Bitte. Danke. Ich bin so glücklich. Ich bin der Freiheit einen Schritt näher gekommen. Chumchick. Juhu. Oh, was ist das denn? Ah, ein Vampir. Was macht der denn hier? Frau Doktor, können Sie mir helfen? Oh, du bist also eine Patientin? Natürlich, wo drückt der Schuh? Hier. Oh, jetzt verstehe ich. Darf ich sie anfassen? Nein heißt nein. Dann lass uns versuchen, sie loszuwerden. Mach dir keine Sorgen, ich bin die beste Ärztin im Zirkus. Sie scheinen sehr stabil zu sein. Hallo, Gloin. Ich bin auf dem Weg. Hallo, ich brauche deine Hilfe. Wir müssen diese Reißzähne herausziehen. Toll. Und jetzt? Fang. Süßigkeiten. Oh. Na und? Bist du jetzt zufrieden? Endlich. Danke, Frau Doktor. Oh, warte, nicht weinen. Ich werde einen Ersatz für dich finden. Chumchick. So cool. Ich danke dir. Ciao, ciao. Hm, ich frage mich, ob das funktioniert. Oh, das ist laut. Wow, was ist das denn? Bist du wegen einer Untersuchung hier? Frau Doktor, tu etwas dagegen. Wie konnte das passieren? Okay, ich werde dir so gut ich kann helfen. Lass sie gehen. Jetzt sofort. Sottigköpfig, willst du es nicht auf die einfache Art machen? Gut, dann lass uns Tricks ausprobieren. Wer hat Angst vom Kitzeln? Oh, hör auf damit. So kann ich nicht herumlaufen. Keine Sorge, ich habe alles unter Kontrolle. Tum, tum, schick. Jetzt können wir damit arbeiten. Lass uns mit der Operation beginnen. Zuerst tragen wir eine beruhigende Creme auf die ganze Schramme auf. Chumchick. So gut wie neu. Versuch's mal. Oh, es ist schon viel besser. Danke, Frau Doktor. Du bist die Beste. Danke, ich weiß. Was? Noch ein Anruf? Oh, hallo. Ich bin auf dem Weg. Hallo? Ist da jemand? Hast du wegen eines Arztes angerufen? Oh, brauchst du Hilfe? Hilfe, meine Zähne. Schrecklich. Mach dir keine Sorgen. Ich habe einen Notfallkoffer dabei. Da sind alle nötigen Werkzeuge drin. Wow. Darauf kannst du wetten. Jetzt lass uns loslegen. Nein, bitte nicht. Ah. Ups. Ich habe es verwechselt. Lass uns mit Baumwolle anfangen. Oh. Darf ich mal sehen? Cool. Die gefallen mir. Ich bin so froh. Hey, Moment mal. Ich kann endlich wieder meine Lieblingssüßigkeiten kauen. Auf keinen Fall. Weißt du nicht, dass das schlecht für deine Zähne ist? Hier, kau lieber auf einem Apfel.
Das ist keine Schokolade. Nun okay. Ach übrigens, der ist für dich. Wuhu, noch einer. Ich danke dir. Du bist fantastisch. Nur noch ein bisschen, dann komme ich heraus. Tumtik. Ja, willst du zu mir? Hm, das macht mich verrückt. Das juckt schon den ganzen Tag so doll. Kannst du mir helfen, Frau Doktor? Mal sehen, was ich tun kann. Setz dich hin. Vorsichtig. Ich werde dich untersuchen. Kämmen wir dich durch. Sehr gut. Wir haben eine Probe. Wir müssen sie untersuchen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Oh nein. Es sind Flöhe. Das ist ja furchtbar. Wir brauchen dringend Maßnahmen. Es juckt immer noch. Es ist nur für eine kurze Zeit. Hm, die Dose ist leer. Ah, das ist das Problem. Leute, bitte like dieses Video, damit wir Catnap heilen können. Er braucht wirklich eure Hilfe. Leute, ich flehe euch an, diese Flöhe machen mich verrückt. Seht mal, es klappt. Wenn ihr das Video liked, heilen wir ihn sofort. Vielen Dank. Jetzt sollte es ihm besser gehen. Na und? Wie fühlst du dich? Lasst uns hier verschwinden. Ich hoffe, es hat geholfen. Oh, danke, Frau Doktor. Ich fühle mich schon viel besser. Ist alles in Ordnung? Autsch, meine Pfote. Steh auf, nur keine plötzlichen Bewegungen. Puh, lass uns ein Röntgenbild machen. Mach dir keine Sorgen. Genau das habe ich befürchtet. Das Bein ist gebrochen. Wir brauchen eine Operation. Sterilität ist das Wichtigste. Und jetzt an die Arbeit. Mach einen Schnitt. Jawohl, noch eine Naschkatze. Das müssen wir vom Speiseplan streichen. Wie ist sie da reingekommen? Ja, das Wichtigste ist, die wichtigen Arterien nicht zu beschädigen. Puh, jetzt wird es Zeit, sich um den Knochen zu kümmern. Gut, dass es ein geschlossener Bruch ist. Genau so, das sollte helfen. Lass uns alles an die richtige Stelle zurücklegen und dann können wir mit dem Zunähen anfangen. Sei das nächste Mal vorsichtiger. Frau Doktor, du bist ein Wunder. Das ist meine Aufgabe. Setz dich hin. Los geht's. Viel Glück. Bist du wegen einer Untersuchung hier? Frau Doktor, bist du hier? Ja, komm her. Damit habe ich ein Problem. Hallo, ich bin hier. Kann er mich nicht sehen? Bitte setz dich hin. Also, wie kann ich dir helfen? Hm, ich hab's. Gib mir eine Minute. Wir werden dein Problem lösen. Chumchik, komm schon. Es sollte funktionieren. Schauen wir es uns mal an. Ich wusste gar nicht, dass du so viele Doppelgänger hast. Oh nein. Ich glaube, ich habe es übertrieben. Wir müssen den ganzen Überschuss entfernen. Hoffentlich hilft das. Ich kann wieder nichts sehen. Was soll ich denn jetzt tun? Einen Moment. Chumchik. Das sollte passen. Voila! Fun! Juhu! Ich kann wieder sehen. Was für ein wunderbarer Tag. Mach's gut. Frau Doktor, ich brauche deine Hilfe. Hatschi! Brr, was für eine Erkältung. Ich werde euch alleine lassen. Erkälte dich nicht. Frau Doktor, keine Sorge. Ich kümmere mich um dich. Komm zum Sofa. Okay, Frau Doktor. Setz dich hin. Ich werde dich untersuchen. Wow, das ist ja ein ganzer Eisberg. Es muss einen Weg geben, ihn loszuwerden. Hm, das ist schwer. Chumchik, halt dich fest. Wir brauchen etwas Ernsthafteres. Chumchik, großartig. Bist du bereit? Es sieht so aus, als ob wir Fortschritte machen. Frau Doktor, Sie sind immer noch an mir dran. Was soll ich tun? Lass mich nachdenken. Bloß keine Panik. Wir brauchen Proben. Ja, so ist der Cocktail viel leckerer. Ich hab's. Lass uns diese Gletscher schmelzen. Macht euch bereit. Es wird heiß werden. Ich glaube an dich. Und, hilft es? Wow, unglaublich. Du hast es geschafft. Der ist für dich, Frau Doktor. Ich danke dir. Kann ich ihn nehmen? Natürlich. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ah, und ich dir auch. Nur noch ein bisschen, dann bin ich weg. Ciao, ciao. Geschafft. Hm, die Vitamine kann ich noch gut gebrauchen. Oh, Frau Doktor, hallo. Hallo, hast du mir einen Knochen mitgebracht? Wie lieb von dir. Wie kann ich dir helfen? Mein Schwanz ist weg. Das ist alles? Ich glaube, das schaffe ich schon. Alles, was wir brauchen, ist hier. Bist du bereit? Jawohl. Ausgezeichnet. Dieses Serum wird deinen Schwanz zurückbringen. Chumchik, was sagst du? Das ist nicht mein Schwanz. Ach nein. Doch.
Das ist für Catnap. Ups, ich habe nicht nachgesehen. Und hier ist dein Serum. Diesmal klappt es bestimmt. Tum, tum, tick. Wow, mein Schwanz ist wieder an seinem Platz. Danke, Frau Doktor. Ha, ich bin jetzt wieder voll dabei. Es scheint, als hättest du Spaß. Und vergiss den Knochen nicht. Ich bringe ihn gleich mit. Was für ein süßer Kerl. Hallo, was, ein Notruf? Ja, ich bin schon da. Hallo, Kaufmo. Du hast angerufen? Was ist denn heute mit dir los? Jemand hat mir einen Streich gespielt. Jetzt sehe ich wie eine Müllhalde aus. Hilf mir. Ich kann es nicht mehr ertragen. Das ist einfach furchtbar. Das wird helfen. Mach mich sauber. Oh. Warte mal kurz. Was ist das für ein Geruch? Oh nein, dafür habe ich mich nicht gemeldet. Aber ich muss doch helfen. Das wird einfacher sein. Ein Besen wird nicht ausreichen. Wir brauchen etwas Stärkeres. Und jetzt dran an die Arbeit. Wir saugen den ganzen Müll ab. Wow, erfrischend. Was? Wo kommt denn die Taube her? Schrecklich. Weiter geht's. Schau, du bist fast sauber. Nur noch ein bisschen mehr. Wow, so gut wie neu. Danke, Frau Doktor. Ich helfe immer gerne. Also, was ist das? Sieht aus, als hätte jemand Flitterwochen gehabt. Gib es zurück. Oh, oh, oh. Der Schlüssel. Wo ist der? Ah, aber trotzdem, danke. Ihr geht. Tschüss. Ich bin der Freiheit einen Schritt näher. Super, er passt. Nur noch eins übrig. Ich frage mich, wem es gehört. Es könnte jedem gehören. Oh, hallo. Hallo, Frau Doktor. Wow, du bist heute so schön. Oh, ich werde ganz rot. Setz dich hin. Was bedrückt dich? Sie ist einfach unglaublich. Kannst du mich hören? Bitte setz dich hin. Ich habe noch nie so eine Süße gesehen. Du kannst definitiv nichts hören. Ich sehe Verbände an deinen Ohren. Das wird funktionieren. Setz dich hin. Oh, ja, natürlich. Das ist großartig. Lass mich dich untersuchen. Das ist seltsam. Da steckt etwas fest. Wow, wie ist es denn da reingekommen? Bist du ein Zauberer? Wahnsinn. Geht es dir gut? Fast. Oh, oh. Das ist für dich. Omni, ich habe es gleich gefühlt, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Oh, das ist zu süß. Schatz, willst du meine Frau werden? Ich will. Dann nimm diesen Ring als Zeichen meiner Treue an. Glückwunsch. Wow, ich liebe dich. Ich freue mich für sie. Jemand beobachtet uns? Oh, hinter dir. War das echt? Oh, was sollen wir tun? Warte, wir helfen dir. Warte, das gefällt mir nicht. Besser sie als Kaufmo. Wow. Gut gemacht. Juhu. Danke, wir wollen so werden wie ihr. Das ist eine gute Idee. Warum nicht? Ich habe eine Liste für das Baby. Genau. Das ist für dich, mein Freund. Cool. Tum, tick. Jetzt können wir mit dem Umstyling beginnen. Baby, ich bin sicher, dass alles klappt. Lass uns mit dem Make-up anfangen. Ich bin dafür. Dann lass uns gehen. Schau, ich habe schon etwas vorbereitet. Wie gefällt dir meine Beauty-Box? So cool. Das ist noch nicht alles. Hier ist alles, was wir brauchen können. Das ist genug für den Anfang. Lass uns keine Zeit verschwenden. Bald wirst du dich nicht mehr wiedererkennen. Echte Zirkusartisten wissen, dass Make-up sehr wichtig und auch schön ist. Aha. Einfach toll. Danke, Pomni. Und Rouge. Ich bin genau wie du. Das ist noch nicht alles. Was ist hinter deinem Ohr? Das ist Lippenstift. Lasst uns den Look vervollständigen. Cool, das gefällt mir. Das ist toll. Tschüss, Leute. Wir müssen los. Wir brauchen doch kein Make-up, oder? Du hast gehört, dass Zirkusartisten sich schminken müssen. Oh, wir brauchen einen Snack. Aber wir dürfen auch das Make-up nicht vergessen. Das reicht schon. Bist du dir da sicher? Oh ja. Ha, das wird ein echtes Meisterwerk. Hey, jetzt reicht's aber. Oh, wow. Cool. Und du hast daran gezweifelt. Chup, chick. Erstens, fertig. Okay, wo können wir einen Pullover bekommen? Denk nach.
Ich habe eine Idee. Warte hier auf mich. Ich hoffe, er kommt bald zurück. Oh, ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Liebes Publikum, jetzt kommt unsere große Show der Stars. Pony. Beifall für Jax. Hast du mich vermisst? Pony, alles wird gut. Ich habe einen Auftritt vorbereitet. Ha. Wer kann sie wiederholen? Wow, so cool. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Du bist echt cool. Jetzt bin ich dran. Zeit, Tricks zu zeigen. Wo ist es? Lasst uns Pony unterstützen. Ich habe es gefunden. Oh, es ist ein Wunder. Wow. Das ist noch nicht alles. Hilfst du mir? Natürlich. Schon schick. Hier bin ich. Hat dir unsere Show gefallen? Jax, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich habe alles im Griff, Schatz. Weißt du noch, was du tun musst? Hey, kannst du mir Rückendeckung geben? Natürlich. Chim, chim, chick. Sie ist verschwunden. Ist das nicht ein Wunder? Ups. Nein, nein. Da kannst du nicht hin. Baby, beeil dich. Ich weiß. Puh, ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer sein würde. Hey, Baby. Hallo. Was ist los mit dir? Bist du ein Fahnenmast? Schon gut. Ich zeige dir einen Trick. Ich habe etwas für dich. Chum-chick. Willst du ein paar Bonbons? Es ist alles für dich. Wow, danke. Kein Problem. Iss. Hm, du brauchst auch eine Mütze. Daran habe ich gar nicht gedacht. Diese Fähnchen werden dir sehr nützlich sein. Toll. Chum-chick. So glänzend. Einfach toll. Hilfst du mir, Baby? Jetzt machen wir dir eine Mütze. Schneide die Form der Hörner aus den Rohlingen aus. Jetzt brauchst du ein Stirnband. Biegen wir es. So stark. Aber ich bin stärker. Füge das Stirnband hinzu. Genau das, was wir brauchen. Lasst uns mit einer Klebepistole über den Rohling gehen. Ja. Wir können jetzt alle Teile verbinden. So. Einfach perfekt. Jetzt können wir dekorieren. Kleben wir einen goldenen Gurt ans Stirnband. Einfach schön. Willst du es anprobieren? Fertig. Wow, du bist so cool. Oh Mann. So toll. Ja, aber es könnte besser sein. Chum-tick. Wow, jetzt bin ich genau wie du. Ich bin so froh, dass es dir gefällt. Noch eine Sache. Fertig. Und wir sind gut dabei. Gib mir 5. Jax hat es nicht so eilig. Puh, es ist so kalt hier. Jax! Hey Baby, warum zitterst du so? Das kriegen wir schon wieder hin. Diese Farbe steht dir super. Danke. Es wird wärmer. Oh, ich habe immer noch keinen Pullover für dich gefunden. Es ist Zeit, es zu tun. Ich bin ein ausgezeichneter Weber. Hab keine Angst, komm zu mir. Was? Was ist das? Ich dachte, es wäre ein Pullover. Komm schon. Ich habe getan, was ich konnte. Oh, sieh mal. Vielleicht können wir spielen. Hauptsache, wir treffen den grünen Ball. Gute Idee. Lass es uns versuchen. Konzentriere dich und du wirst Erfolg haben. Ja, ich bin bereit. Dann geht's los. Los geht's. Nur wegen des Preises. Oh, wie aufregend. Aber ich schaffe das bestimmt. Triff nur keine Orange. Komm schon, Champion. Hör auf, du machst es kaputt. Ups, tut mir leid. Das war's. Jetzt oder nie. Wuhu, ich hab's geschafft. Wow, toll gemacht. Du hast es geschafft. Juhu. Oh, hier ist dein Preis. Wow, eine Nähmaschine. Was hat uns noch gefehlt? Au. Ah, das reicht. Ich habe sie. Toll. Komm her. Jetzt können wir dir ganz einfach einen Pullover wie meinen machen. Ja, das ist viel bequemer. Fädel es mit einer Nadel ein. Ja, fertig. Baby, probier ihn an. Und er steht dir. Danke, es sieht toll aus. Und warm ist es auch. Gib mir 5. Zum Glück. Ein weiterer Punkt ist geschafft. Es scheint hier zu sein. Oh, komm schon, sei nicht schüchtern. Vielleicht kannst du eine neue Attraktion ausprobieren. Wenn du einen Rekord aufstellst, bekommst du einen Preis. Hm, das ist genau richtig für ein Baby. Ich muss es haben. Wünscht mir Glück, Leute. Finde ich auch.
Kann ich es versuchen? Natürlich. Bitte. Toll. Oh, hier kommt der Hammer. Wow. Und er ist schwer. Ich wünschte, ich könnte mich auf den Beinen halten. Oh, na und? Ja, das ist definitiv kein Rekord. Du bist so witzig. Selbst ein Kind würde härter zuschlagen. Hör auf, mich zu verhöhnen. Warte, das ist meine Chance. Je mehr Likes, desto mehr Macht. Leute, ich brauche wirklich eure Hilfe. Like dieses Video, damit ich ein Kostüm für das Baby gewinnen kann. Du hilfst uns doch, oder? Wow, ich fühle mich so stark. Jetzt kann ich es definitiv schaffen. Du bist einfach unglaublich. Tschüss. Das war leicht. Ich habe gewonnen. Wow, was für eine Wendung. Das ist dein Kostüm. Danke, mach's gut. Hey, gib mir den Bügel zurück. Ich habe ihn von zu Hause mitgebracht. So süß. Baby, ich habe eine Überraschung für dich. Es wird dir passen. Cool. Es passt so gut. Es ist toll. Schnell, folge mir. Ich will dir etwas zeigen. Gib mir das Telefon. Jetzt schau. Was machst du denn da? Das wirst du gleich sehen. Bist du bereit? Tschum-tschick. Ich habe einen Fall für dich gemacht. Wow, du bist eine echte Zauberin. Bravo. Genau wie du. Oh, eine Bowling-Meisterschaft. Im Finale sehen wir Michael Jacks. Die Menge hält den Atem an. Und werfen. Baby, lass mich helfen. Es wird klappen. Lass mich nicht im Stich. Ich werde jetzt auf jeden Fall zuschlagen. Strike. Wow, das war der Wahnsinn. Ja, ich habe die Meisterschaft gewonnen. Hast du es gesehen? Was für ein Schuss. Geht's dir gut? Puh, Michael, wir haben die Ohren ganz vergessen. Wir müssen sie dringend reparieren. Nur eine Minute. Ich glaube, ich kann sie aus dem machen, was ich habe. Fangen wir an. Schneiden wir zuerst die Form der langen Ohren aus. Fertig. Danke. Schere. Die Ohren sind fertig. Jetzt müssen wir sie verbinden. Klebe sie an den Rand. Füge Stoff hinzu. Jetzt können wir schneiden. Fertig. Wollen wir es noch einmal wiederholen? Na, ich finde, es sieht gut aus. Zum Tick. So, das ist alles, was du brauchst. Nun musst du sie nur noch am Stirnband befestigen. Wow, es ist einfach toll geworden. Michael wird es lieben. Baby, komm her. Ich bin hier. Wow, so cool. Vielen Dank. Können wir weitermachen? Ja, komm schon. Wie findest du das? Sehr lecker. Oh, das wollte ich nicht. Es ist okay, aber du musst die Shorts wechseln. Und Eiscreme. Keine Sorge, das ist nichts. Uns fällt schon was ein. Wie wäre es mit einem Rock? Toll. Lass uns Magie hinzufügen. Tschum-tschick. Hä? Das ist nicht das, was ich wollte. Hm. Stopp. Wir müssen es noch einmal versuchen. Und hier ist es. Und? Willst du es anprobieren? Einfach perfekt. Ja. Danke, Pomni. Das ist noch besser als Eiscreme. Was für ein cooler Tanz. Auf geht's, Baby. Wo ist Jax? Na, na, na. Ich bin auch hungrig. Ich will unbedingt einen Snack. Baby, wie geht es dir? Ich bin so hungrig. Oh, sicher. Ich werde jetzt etwas suchen. Hier, bedien dich. Toll, danke. Der Overall ist klasse. Michael könnte einen gebrauchen. Und er steht auf der Liste. Es ist an der Zeit, auch für dich einen Overall zu finden. Du musst in die Umkleidekabine. Okay, ich mache es selbst. Ich bin kein Kind mehr. Bereite dich auf Magie vor. Zum Trick. Und? Hat es geklappt? Darf ich mal sehen? Was hast du getan? Was ist das für ein Jurassic Rodeo? Das ist kein Overall. Lass es uns noch einmal versuchen. Nur schneller. Keine Sorge. Tum tum chick. Darf ich reinkommen? Es hat geklappt. Der Jumpsuit ist einfach umwerfend. Und ich auch. Vielen Dank. Und du hast dir Sorgen gemacht. Oh, schau, da kommt die Schwester. Hallo, Leute. Oh, wow. Lass mal sehen.
Es ist einfach toll geworden. Ja, genau. Ja, wir sind jetzt die Coolsten. Ja, Showtime. Komm schon, lass uns unser Bestes geben. Mit Vergnügen. Lass uns gehen. Tschüss. Viel Glück. Oh, wer ist da? Hallo, bist du hier? Elsa. Hallo, Pomni. Ich habe ein Geschenk für dich. Willst du es sehen? Das fragst du? Natürlich. Ich danke dir. Nimm es. Was ist da drin? Hey. Ha, du hast nicht mit mir gerechnet. Ich habe auch eine Überraschung für dich. Oh nein. Was ist los mit uns? Warum ist der Teppich so groß? Dumm gelaufen. Ihr seid kleiner geworden. Willkommen in eurem neuen Zuhause. Lass uns gehen. Mit Vergnügen. Tschüss. Schau, da ist ein Ausgang. Wir haben eine Chance zu entkommen. Oh nein, er ist geschlossen. Was ist da? Schau, die Tür geht auf, wenn wir unsere kleinen Häuser bauen. Wie machen wir das? Ist das Kane? Das ist für euch, damit euch nicht langweilig wird. Wow, hier sind sie. Ist da noch etwas? Checklisten. Oh, jetzt macht es Sinn. Viel Glück. Ich bin sicher, wir schaffen das. Ja, und das müssen die Materialien sein. Cool, die Farben. Ich werde die Teile ausschneiden. Und ich werde sie anmalen. Wir werden nicht nur rumsitzen. Los geht's. Wo sollen wir anfangen? Mit den Wänden. Toll. Lass sie uns streichen. Mit einer Sprühdose wird das ganz einfach sein. Unser Haus wird das hellste sein. Ist es nicht schön? Bitte sehr. Tadam. Oh, nicht schlecht. Ich habe auch eine Idee. Frozen Troop Trick. Mal sehen, was wir haben. Und jetzt? Warte. Olaf, was ist hier los? Mach den Zauberstab nicht kaputt, nimm das. Oh, du hast recht. Das wird schneller gehen. Also los geht's. Hol Farbe und volle Kraft voraus. So eine zarte Farbe. Ich mag sie. Toll gemacht, Elsa. Und die Farbe ist wunderschön. Wir müssen uns überlegen, was wir als nächstes machen. Was ist mit dem Dach? Ich werde es so gestalten, dass es aussieht, als wären wir in einem Zirkus. Welchen Stoff soll ich auswählen? Und wenn ich beide auswähle? Ganz genau. Und hier ist die Nähmaschine. Lass uns die Stoffbahnen zusammennähen. Geschafft. Wow, das ist toll. Genau wie im Zirkus. Nicht wirklich. Wir brauchen auch die Fahnen. Puh, wie viele sind es denn? Lass mich helfen. Siehst du? So ist es viel einfacher. Ich danke dir sehr. Jetzt lass uns alles aufhängen und mit einem Tacker befestigen. Unglaublich. Zeit für die Fahnen. Hier. Oh, ich liebe es. Elsa, sieh mal, was ich gefunden habe. Ich glaube, das wird uns noch nützlich sein. Super. Wir können die Teile, die wir brauchen, aus Schaumstoff ausschneiden. Cool. Chumchick. Genau wie Eiszapfen. Und noch ein paar mehr. Genau, was wir brauchen. Jetzt schmücken wir das Dach und bestreuen es mit Schnee. Wow, es ist besser geworden, als ich es mir vorgestellt habe. Toll. Schau, ich habe einen Engel gemacht. Genau wie ein Kind. Lass uns eine Schneeballschlacht machen. Das Dach ist fertig. Diese Tür gefällt mir gar nicht. Aber wir werden sie reparieren. Voila. Lass uns die Konturen zeichnen. So ist es richtig. Und jetzt lass uns alles entfernen, was wir nicht brauchen. Dieses Messer wird dir helfen. Aber schneide dich nicht. Und was haben wir? Einfach perfekt. Und hier ist mein Spezialroller. Lasst uns unseren Rahmen bemalen. Erledigt. Wie können wir die Tür noch dekorieren? Ich denke, das wird reichen. Super. Das sieht schön aus. Puh. Oh, das habe ich ganz vergessen. Hey, Hut.
Jetzt ist es einfacher. Und jetzt komm schon. Ich werde dich in Pulver verwandeln. Niemand wird meinem Schläger entkommen. Oh, du bist eine harte Nuss. Wow, was für eine schöne Girlande. Oh, und es gibt sogar Cashback. Dem Baby wird es gefallen. Hallo Mama. Das ist für dich. Ist es nicht schön? Oh ja, danke Mama. Ziehen wir es an. Oh wow, ist das Gold? So cool. Danke Mama. Ich werde dich nicht ablenken. Ich gehe in das kleine Haus. Toll, jetzt werden wir die schönsten Türvorhänge haben. Lass sie uns anbringen. Ich hab's geschafft. Noch ein Schritt. Fertig. Super. Wow, das ist toll. Ich liebe es. Es sieht so schön aus. Oh, ich habe auch etwas für dich aufgehoben. Oh, wow. Danke. Viel Glück. Fangen wir an, die Konturen zu markieren. Geschafft. Nun geht's ans Schneiden. Der Eiszapfen wird mir dabei helfen. Oh, es ist nicht so einfach, wie ich dachte. Olaf, was ist das denn? Eine helfende Hand. Ich meine eine Stichsäge. Danke. Ich übernehme das jetzt. Wow, das ist auf jeden Fall besser als der Eiszapfen. Ich bin sicher, du schaffst das. Bitte misch dich nicht ein. Toll. Tumpfig. Wow, genau wie im Eispalast. Lass es uns anbringen. Aua, pass auf, dass du nicht auf mich fällst. Bist du okay? Vielleicht brauchst du Kleber. Nimm ihn. Danke, Pomni. Was würde ich nur ohne dich tun? Oh, es ist kein Kleber mehr da. Oh, ich weiß. Einfrieren. Frozen. Tum, was? Ist meine Magie weg? Ich wusste es. Leute, bitte helft mir. Like dieses Video, damit meine Kräfte zurückkommen. Elsa braucht wirklich eure Hilfe. Nur ein paar Likes und alles wird klappen. Oh ja, jetzt spüre ich es. Ich kann eine Eiszeit erschaffen. Jetzt fällt es bestimmt nicht mehr runter. Danke, Pomni. Übrigens, hast du noch schöne Vorhänge übrig? Tut mir leid, Elsa. Aber wir können neue machen. Ich denke, das wird reichen. Ja, bitte sehr. Toll. Geh zurück. Warte. Und jetzt machen wir daraus einen schönen Vorhang. Es klappt. Wow. Pomni, du bist ein Genie. Jetzt sind unsere Frozen-Türen fertig. Habe ich etwas verpasst? Der König verlässt das Gebäude. Ha, schau mal, was ich gefunden habe. Cool, fang es. Wow, okay, lasst uns spielen. Schau mir zu. Wow, ich weiß, wie man das macht. Schau, perfekt. Warte, ich habe eine Idee. Ja, genau. Daraus können wir einen tollen Rahmen machen. Ich hoffe, es klappt. Wir brauchen eine Klebepistole. Lass uns den Hula-Hoop-Reifen mitnehmen. Und, hat es geklappt? Tum-tum-tschick. Lass uns unseren Rahmen dekorieren. Oh, nicht schlecht. Wir müssen die Linsen holen. Aha. Jetzt tum-tschick. So geht's. Das Fensterauge ist fertig. Cool, nicht wahr? Wir können einen weiteren Punkt abhaken. Elsa, mach das Fenster zu, es ist kühl. Ja, du hast recht, wir brauchen auch ein Fenster. Einfach perfekt. Ah, es ist kalt. Oh, ich habe eine Idee. Wir können auch mit Schnee dekorieren. Das wird wunderschön aussehen. Ein bisschen hier und hier. Der Perfektion sind keine Grenzen gesetzt. Lass uns frostige Muster auf das Glas malen. Hoffentlich klappt es. So schön. Okay, wir kommen unserem Ziel immer näher. Was kommt als nächstes? Oh, cool. Oh, und was ist das? Ein Luftballon? Ist es eurer, Mädels? Das macht so viel Spaß. Hey, hör auf. Oh, diese Kinder. Warte einen Moment. Ich habe eine Idee. Hey, Mädels, werft es her. Du hast Mama gehört. Komm schon, fang es. Ja, mehr. Okay, fangt es. Einfach so, leicht. Los, Pomni, du schaffst das. Und wie gefällt dir unser Haus? Jetzt sieht es aus wie eine Kletterwand. Tschumtschick, das wird reichen. Die Wand ist fertig. Toll gemacht, das muss ich nachholen. Falte das Papier mehrere Male und schneide es aus.
jetzt haben wir wunderschöne Schneeflocken. Zeig mir die Schablone sorgfältig nach. Nicht schlecht. Hey, Pomni, kannst du mir helfen? Klar, Mädchen, geh zur Seite. Du schaffst es. Zweifle nicht daran. Ich werde auf jeden Fall zuschlagen. Los, Pomni. Ja, es hat geklappt. So schön. Und du hast es auch toll gemacht. Wow, du bist auch cool. Noch mehr? Mit Vergnügen. Ich könnte das den ganzen Tag machen. So viele. Schon schick. Nitter-Schneeflocken. Wow, eine ausgezeichnete Arbeit. Ich danke dir. Ohne dich würde ich das nie schaffen. Lass uns die Wand abhaken. Einfach wow. Jetzt die Wetterfahne. Oh, ich kann sie nicht erreichen. Ich bin so nah dran. Oh, ich muss Pomni helfen. Tum tum tschick. Was ist das? Oh, danke, Elsa. Kein Problem, du kannst mich jederzeit fragen. Jetzt kann ich alles machen. Wunderbar. Geschafft. Danke, Mädchen. Du hast mir sehr geholfen. Kein Problem. Darf ich mitmachen? Oh, bist du auch bereit? Ich habe den Everest bestiegen. Du bist so ein extremer Typ. Oh, sieht aus, als hätten die Mädchen eine Überraschung. Mama, schau mal, ich habe ein Schild gemacht. Ich auch. Gute Mädchen. Das wird die Hauptdekoration sein. Ich habe mich wirklich angestrengt. Schätzchen, du bist begabt. Kommst du mit? Ich bin die Erste. Hinreißend. Baby, ich liebe es. Schau, wir haben noch etwas übrig. Wir brauchen einen Zaun. Du hast recht, wir müssen noch einen Zaun machen. Ich habe eine Idee. Zeit, ernsthaft zu spielen. Ich werde dir helfen. Was ist das für ein Geräusch? Was machen die denn da? Sei still. Hey, seid ihr eures Lebens überdrüssig? Oh nein, er wird uns jetzt fangen. Ah, wo ist die andere? Du steckst in Schwierigkeiten. Wenn du das Kind wiedersehen willst, musst du zu Pomni werden. Hey, lass mich hier raus. Kannst du mich hören? So ein Fiesling. Hey, lass mich raus. Hey, pst. Oh, jetzt willst du Befehle geben? Schon gut, ich finde schon einen Weg hier raus. Ist es geschlossen? Warte, was ist das? Ich glaube, ich hab's. Ich muss zu Pomni werden. Ich will nicht, dass du dich langweilst. Hier, nimm diese Checkliste. Okay, lass es uns versuchen. Super. Ich habe eine Idee. Chup-chick. Und hier kommt der Schnee. Fangt ihn auf. Und was hat das zu bedeuten? Wow, Olaf. Hallo, Elsa. Ich bin ein Zauberer. Chum-chick. Wow, du bist ein echter Zauberer. Was ist da drin? Lass es uns öffnen. Alles, was du brauchst, um dein Gesicht zu reinigen. Warte, lass uns erst einen Entwurf machen. Chum-chick. Jetzt fangen wir an, die Punkte zu entfernen und die Augenbrauen zu trimmen. Und jetzt die Lippen. Probieren wir es an. Wow, das ist so viel besser. Die erste Sache ist erledigt. Na und? Finden wir heraus, was als nächstes kommt. Ein Schneeball? Es ist komisch. Oh, ich weiß. Wir werden ihn aufsaugen. Ein Like? Leute, bitte like dieses Video, um die nächste Herausforderung freizuschalten. Wow, toll gemacht. Jetzt müssen wir die Augen machen. Wähle eine Farbe auf der Palette aus. Rot reicht. Oh, nicht schlecht. Aber es kann nicht besser sein. Und jetzt ist es perfekt. Genau wie Pomni. Ich bin bereit für die nächste Aufgabe. Wo ist mein Schneeball? Chum-chick. Oh, Make-up. Ich glaube, das schaffe ich. Hat dir unser neues Video gefallen? Dann like es und du musst unseren Kanal abonnieren. Und klicke auf die Glocke.
Bis zum nächsten Mal.